So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer gepflegten Runde The Green Hell. Und ja, meine lieben Freunde, ja, lange hat es gedauert, ich bin schon wieder irgendwie zu schwer, keine Ahnung, was hier los ist, aber ich kann euch sagen, ja, heute endet natürlich die letzte Folge mit The Green Hell, weil, ja, ich wüsste jetzt nicht so großartig, was ich euch jetzt noch präsentieren kann hier bei The Green Hell, deswegen würde ich mal sagen, ja, würde ich das Thema The Green Hell heute natürlich mit der 18. Folge abschließen. Und ja, wir werden uns natürlich einen neuen Let's Play, ja, zuwenden. So, warum bin ich denn schon wieder zu schwer? Was ist hier los? Bin ich schon wieder zu voll geplankelt hier? So, ganz wie gesagt, ja, The Green Hell ist geil, wenn ihr es natürlich selber spielen wollt, einfach mal bei Steam gucken, kostet keine Welt, glaube 20 Euro, wenn ich mich recht entsinne, waren es ungefähr 20 Euro. So, zerstören, natürlich zerstören, wenn es natürlich nochmal einen, ja, weiteren Patch dafür gibt, wie das natürlich alles so weitergehen könnte, dann werde ich das natürlich so machen, bin ich gerne bereit, The Green Hell nochmal rauszuklappern. Aber ja, ich schätze mal, 18 Folgen ist jetzt genug mit The Green Hell. Und wie gesagt, es macht mir sehr, sehr viel Spaß, dieses Spiel. Aber ja, was soll ich euch noch zeigen? Also ja, wenn ihr es natürlich selber spielen wollt, und das ist ja eigentlich ja die Hauptsache an einem guten Let's Play, dass es auch Freunde gibt, die es dann natürlich auch noch spielen, könnt ihr das gerne tun bei Steam. Wie gesagt, kostet nicht die Welt, 20 Euro für ein gutes Spiel kann man, guck mal, gerne ausgeben. So, meine Lieben. Ich weiß nicht, warum ich so schwer bin. Was habe ich denn im Rucksack? Bin ich echt zu schwer? 51,59 können wir noch tragen, okay. Können wir noch mal ein paar Steine raushauen. Okay. 48. Mhm. Sieht schon besser aus. So, wie gesagt, das ist ungefähr die Richtung, die ich jetzt einschlagen werde. Das Skyrim geht natürlich weiter. Ja, da bin ich noch lange nicht fertig. Mit Visage bin ich natürlich gerade am Aufnehmen, könnte ich euch schon mal sagen. Am Wochenende habe ich natürlich leider keine Folgen rauskloppen können. Warum? Es ging mir gesundheitlich nicht so gut, dass ich ja, Let's Plays aufnehmen konnte. Deswegen habe ich natürlich meinen Gesundheitszustand erstmal vorgezogen und habe es gelassen. Ich hoffe, ihr könnt das gut verstehen, aber ja, mit blöden Schmerzen brauchen wir auch keine Let's Plays aufzunehmen, das bringt nichts. So, wie gesagt, mit Visage, sag ich schon, The Green Hell bin ich natürlich jetzt erstmal durch. Ja, mal sehen, was mein nächstes Let's Play hier auf dem Kanal ist. Lasst euch überraschen. Ich bin noch ein guter Freund von guten Flugsimulatoren. Ich bin noch am Überlegen, vielleicht das ein bisschen mit auf, ins Programm zu nehmen. Ist natürlich bloß eine Sache von der Zeit her. Ja. Das nimmt natürlich extrem viel Zeit in Anspruch, deswegen bin ich mir da noch nicht so sicher. So, ganz vorweg, den Spielstand werde ich natürlich nicht löschen, nein. Den werde ich behalten für weiteren, ja, weiteren Quatsch hier bei The Green Hell. Vielleicht gucken wir mal ab und zu mal mit rein, so als nur Abspannfolge für gewisse Tage. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Und wird es dann natürlich auch so belassen. Ja. Eins vorweg. Wie hat mir das Spiel gefallen? Ja, wenn ich natürlich von 1 bis 10 Punkten kämen könnte, wären natürlich nur 7 gut angemessen. Das Blöde ist nur, man wird hier in das Spiel reingeschmissen mit nix und nix. Also, ja, man erinnert uns noch an die ersten 4, 5, 6 Folgen. Da sind wir ja nur gestorben. Bis ich dann natürlich den Schwierigkeitsgrad so runtergedreht habe, dass es mal zumindest spielen könnte. Aber dann wird es auch ganz schnell langweilig. Das ist das Problem. So, meine Lieben. Kein schlechtes Spiel. Auf keinen Fall kein schlechtes Spiel. Macht natürlich The Forest einen guten Vorlauf. Also wer natürlich The Forest gut kennt, der ist natürlich hier bei The Green Hell auch sehr, sehr gut aufgehoben. Wer Survival liebt, ist hier natürlich auch gut aufgehoben. Und ja, ich kann das Spiel nur empfehlen und die Entwickler nur loben für so ein geniales Spiel. Eins vorweg dafür, aber ja, leicht. Wer es natürlich als erstes spielt, verzweifelt extrem an den ganzen Giften, Schlangen,
Ja, Parasiten, das ist natürlich ein bisschen nicht, ja, einsteigerfreundlich, finde ich. Man könnte auch sagen, okay, es ist einsteigerfreundlich, dann dreht doch halt die Schwierigkeitsstufe runter, aber das ist vielleicht auch nicht der Sinn des Spiels. Deswegen, ich weiß nicht. Ja, macht sehr, sehr viel Spaß, bloß, es wird nach einer Zeit dann extrem eintönig, weil es am Ende immer das Gleiche ist. Ja, leider. So, ich würde aber sagen, ich vermehre jetzt nicht mehr so viel Zeit hier bei The Green Hell, weil ich natürlich noch ein paar Folgen anderweitig von Let's Plays aufnehmen möchte. Deswegen beende ich natürlich hier diese Let's Play Folge, ja, mit The Green Hell. Wie gesagt, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber ja, es hätte mehr erklärt werden können in einem Tutorial oder sowas. Also ein bisschen ausführlicher. Wenn es natürlich noch einen gewissen Patch dafür gibt, der das noch ein bisschen aufrundet, bin ich gerne bereit, dieses Let's Play wieder, ja, ins Programm zu nehmen, weiterzuspielen, vielleicht auch mal The Forest mit reinzunehmen. Wir gucken mal, wie sich das entwickelt. So, ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Heute meine kleine, ja, Informationsfolge hier bei The Green Hell und bei Die Fussel. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns dann in einem nächsten Projekt hier auf dem Kanal wiedersehen. Und bis dahin, bleibt gesund und ja, bleibt genauso munter. Macht's gut. Tschüss.